Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roy P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Good 5. Resident Good 5? Ja. Ich glaube, das Spiel heißt anders. Ich glaube, es heißt Resident Evil 5. Glaubst du, die Serie wäre so erfolgreich, wie sie jetzt ist, wenn die Resident Good hieß? Ich bin mir nicht sicher. Hast du eigentlich schon mal jemals eine der Filme gesehen? Ich glaube ja, ich glaube den ersten habe ich mal gesehen. Ich habe mal den Film gesehen, wo auch Leon dabei war. Da waren sogar die Las Plagas dabei gewesen. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass die irgendwie eine Kampfszene aus diesem Spiel hier in einen der Filme irgendwie übernommen haben. Da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Machen wir weiter. Wir sind bei Kapitel 4.2, dürfte es sein? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich habe nämlich jetzt nicht geguckt, wo wir stehen geblieben waren. Aber werden wir ja gleich sehen. Na, jetzt sind wir. Der Kultbereich. Und ich habe mein Elektro-Check-Gerät. Dich. Hau mich bitte nicht damit. Du hast leider Dings abgestellt, deswegen kann ich dich nicht schocken damit. Ja, deswegen sag ich ja, bitte hau mich nicht damit. Ich kann dich sowieso nicht treffen. Ja, du siehst etwas tot aus. Ah, geht schon. Ich sollte mal die Karte anmachen. Im Last Batman. Der hat Geld mitgehabt. Gold, 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 Gold. Money! Money! Aber. Was ist das denn hier, Alter? Das ist ein riesiges Labyrinth, das gefällt mir nicht. Oh, Money! Okay. Ah, hast du die? Das war wahrscheinlich die Fledermaus, die ich gerade erlegt habe. hier gibt es drei Aussparungen. Ja. Das heißt, wir müssen wohl irgendwie ein Rätsel lösen. Ja, oh ja. War das nicht dieser? Ach du Scheiße! Einladend. Wollte ich gerade sagen, ist das nicht dieser komische Laser? Immer schön nach links und rechts schauen, wenn ihr durchfällt. Ja. Sag ich doch nur mal Augen auf bei der Berufswahl, halt, Mr. Laserman. Oh, mean. Das sind doch deine Spielzeug. What the? Mhm. Oh Gott. Ich habe eine Explosion gesehen. Sir, würden Sie bitte weggehen mit Ihrem komischen Ziegenkopf? Ich habe ihn seine Maske kaputt gemacht. Ich glaube. Und seinen Kopf kaputt gemacht. Autsch. Autsch. Das Lustige war, ich bin ihm vorhin. Weißt du, wie ich vorhin dem ersten Schützen beziehungsweise springenden Typen ausgewichen bin? Okay. Indem ich einfach Munition eingesammelt habe. Sehr gut. Bleib liegen. Bleib liegen. Schlafen Sie sich mal aus. Oh, der lebt ja immer noch. Nein, ich kann seinen Kopf nicht treffen. Ich wollte ihn gerade messern. Jetzt hast du es mir kaputt gemacht. Meer-Emblem. Das Meer. Auch ein Fire-Emblem. Hier ist noch etwas. Das kannst du mitnehmen. Vorbei. Oh, ich höre diese großen Typen, ja? Oh, komm. Oh, please, erspar mir das. Warte mal, ich heile uns erstmal. Okay. Danke. Bitte. Oh, da kommt ein Fackelträger. Das sind doch deine liebsten Freunde. Oh, den einen hab ich mal. Komm da. Ey, Mann. Der Typ pass mal auf noch. Deinen Schritt. Der soll mal auf seinen Schritt aufpassen. Ins Knie. So, ja. Ins Knie. Geh mal auf den los. So. Wenn er auf Knie ist. So, sag den mal.
Hier. Jetzt schlag dir nochmal. Ah, ich hatte keinen Angriffsbutton. Nein. So, warte mal. So, ich tritt den mal und du trittst den mal. Aua. Können einmal machen. Ich hätte heute Morgen noch einen guten Run gehabt in einem anderen Spiel tatsächlich. Erzähl mir mehr. Ich hatte heute Bro-Tato gespielt. Kennst du Bro-Tato? Schon mal gehört. Hier! Bitte nochmal. Nee, ich hab keinen zweiten Angriffsbutton. Okay. Ich meine, wenn wir abwechselnd machen. Bam! Jetzt? Nee, nehmen wir noch nicht. Hey? Ich verstehe es nicht. Vielleicht bei einem anderen Gegner. Jetzt! Oh, was auch immer, er ist tot. Vielleicht geht er noch bei einem bestimmten Gegner. Ein Gegner wird mir noch einfallen, aber den haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß wer. Und ich glaube, den werden wir erst später treffen. Naja. Wo war ich denn? Ah ja, ich habe Bro-Tato gespielt. Und das ist ein richtig schwieriges Spiel. Ich hatte 20 Wellen überlebt auf der niedrigsten Stufe, was schon relativ schwierig ist. Okay. Und ich habe es geschafft. Hab ich schon mal gehört irgendwo. Ist halt, es hat halt so ein bisschen was von Isaac. Hab den gar nicht gesehen. Ja, ich habe den, die ganze Zeit gehört, aber gesehen habe ich ihn halt nicht. Ich glaube, wir brauchen echt eine Brille. Laden wir nach. Gegen Wand? Achso, ja. Ach ja, genau. Wie sage ich ja immer? Augen auf bei der Berufswahl. Mal Ding da reinstecken. Kontrollpunkt. Ja. Ja. Gut. Kannst du den irgendwie erwischen? Ich meine, den konnte man noch nicht erwischen, außer wenn man irgendwo näher ist oder so. Weiß ich nicht. Wie sollen wir denn da näher kommen? Ah, warte, ich glaube, es ist da links eine Nische. Oh, hier. Oh Gott, das ist noch so ein Laser. Der schießt jetzt von da. Nee, ist, ach so, da schießt er jetzt. Ja, der schießt auf beiden Seiten. Ja, wollte ich gerade sagen, der schießt jetzt auf beiden Seiten. Das sind aber noch. Ja. Oh. Wie mich das nicht erwischt hat. Okay. Oh, von beiden gleichzeitig, natürlich. Warum denn auch nicht? Ich glaube nicht mal die Map. Au! Ja, wurde getroffen. Au. Wo bist du? Ey, hab keine Ahnung. Ich werde sowas sterben. Warte, ich komm. Nein. Und dann mein Kontrollpunkt gerade genommen haben. Ja. Mann, da. Das, ne? Dann nicht eine coole Lasershow. Willst du meine Granate haben? Nein, ich brauche keine Granate. Und pack die weg, nimm ihn auf. Ja. So. Das wir trotzdem wieder einsetzen. Oh, what? Das heißt, wir müssen doch. Ne, das ist schon eingesetzt. Ach so, das ist schon eingesetzt. Hattest du das eingesetzt? Ja. Jetzt habe ich gleich mitbekommen. Habe ich auch eine Karte, jetzt sehe ich auch, wo es hier lang geht. Ich finde das Gebiet hier echt verwirrend. Was ich auch gemacht habe, ich habe mal eine neue Profi-Runde in Resident Evil 4 gespielt und habe mir mal echt eine super gute Waffe geholt. Okay. Und zwar, es gibt nämlich halt so eine Mega Man Laserwaffe. Mega Man. Achso, Mega Man. Ja. Ich hab gedacht, so, oh, so Mega Man. Oh, ich bin so mega. Und ein Mann. Nein, ich rede von Mega Man. Dem, ja. Dem super awesome fighting robot. Ich glaub, da war was.
oder? Ja. Ja, lass mich rein. Lass mich bitte rein. Der Vegas hatte mich unter einem meiner Videos informiert, dass Rubine wertvoller sind als Saphire. Das habe ich gelesen. Weil die irgendwie seltener sind. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, ich habe mir halt diese Mega Man Waffe in Resident Evil 4 geholt und sie kann halt wirklich alles one-shotten, wenn man das auflädt. Sogar Kettensägen-Typen werden einfach ge-one-shottet. Oh Gott. Ich hab gar nicht gesehen, dass die von da sind. Man kann ich den erreichen? Das? Ich glaube, hier sind wir sicher. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Naja, wir müssen von dir aus mal links. Aua! Bin ich ein bisschen zu weit nach vorne gegangen. Naja. Geht's? Aua! Alles in Ordnung? Ja. Sind wir hier sicher, oder? Ja, hier unten sind wir sicher. Aber wir sind halt. Oh, Moment mal. Ruby. Hättest du den gesehen? Nee. Na klar, jetzt feuert der. Ihr kleinen Drecksäcke, ey. Darf ich bitte durch? Ja. Dankeschön. So, jetzt. Oh Gott, reicht das? Ja. Kontrollpunkt. Komm her, das Wasser ist herrlich. Das Wasser ist herrlich. So, warte mal, jetzt muss ich den eigentlich da. Hey, Kollege. Was machen Sie da? Den hast du erwischt, dem hast du es gegeben. Ist da ja einfach, das gibt's da nicht. Ja, ne? Dachte, da lege Munition. Da komm ich hier rüber schütten, oder? Ja. Okay, ich bin aber nicht geheilt. Ja, du hast aber ein grünes Kraut. Ja. Heil uns bitte mal. Das ist doch alles, was ich habe. Ja. Und? Rüber. Natürlich kommen jetzt die Gegner. Na klar. Gott, Robert. Hast du ihn abgeschossen? Ja. Gib dir von hinten direkt Deckung. Dann sag ich mal ja. Gott. Oh nee. Oh, okay. Ich dachte, er tut in diesen einen mit dem Panzer verwandeln. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Bleiben. So. Neue Maschinengewehrmunition. Nimm's mit. Ja, kann ich nicht. Du hast keinen Platz mehr. Ich habe eine Granate. Und hier ist noch ein Kraut, ehrlich. Warum sind hier so viele Kräuter? Für einen dicken. Oh oh. Ich sehe ihn da oben. Oh, ich glaube, der kommt zu mir. Boah, ich hab links. Warte mal, ich komme mal zurück. Der kommt zu mir. Den hau ich um. Muss ich mich gleich nochmal rüber schicken halten. Hallöchen. Na, ich stecke fest. Ja. Okay. Ich habe ihn ins Knie geschossen. So, wenn wir schon dabei sind. Bleib mal hier. Ja. Thanks. Boah. Boah. Und nochmal rüber. Und ja. Los geht's. Jetzt wollen die nochmal. Nein, es ist die Maschinengewehrmunition weg. Ich habe gerade so viel Platz. Ich auch. Ich habe nur 4 Plätze frei. Das Himmel-Emblem aufgenommen. Hm.
irgendwo ein Shotgun erwonnen? Nee, okay. Dann komme ich wieder zurück. So. So, wir können ja jetzt. Ja, da ging es noch da. Nicht so weit. Mal Ding wieder da reinstecken. Für einen Kontrollpunkt. Der Laser ist jetzt ja weg. Und ich kill die Spinnen hier. Ja, auf die das? Spinnen zu töten. Die haben Geld. Aber ja, ach so, Gold, 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 Gold. Demnächst holen wir uns noch eine Piranha-Pflanze dazu. Die Grähe, die schnuppert dann nach Gold. Ja. Money, Money. So. Vorsicht. Diese verkackten Laser, ey. Überhaupt? Woher nehmen die überhaupt das Licht für den Laser hier? Von der Sonne. Aber die Sonne scheint doch hier gar nicht rein. Oh Gott. Warte, wo geht's denn hier lang? Warte, ach so. Hier lang, ne? Ja. Kontrollpunkt. Hallöchen. Ey. Warum was von der Party? Was war das denn für einer? Wow. Ey, wollt ihr mal meine Fackeln sehen? Oh. Oh Mann. Ja. Oh Gott. Weg. Lade nach. Na, no, hol sie den Sniper weg. Ah. Nee. Irgendwie fallen die nicht um. Natürlich euch eben durchs Knie. Weg. So, hinter dir. Oh. Sag mal. Oh, hinter sag mir. Mal. Oh, ist sag mal. Ist dann schon wieder auf. So, weg. Tisch. Ah, noch mehr. Au! Au! Sonst kommen auch welche. Ich merke schon. Aua. Ah, ich sterbe. Hilfe. Nein, ich war doch bei dir ran. Er hat mich angefasst. Ich war gerade vor dir. Scheiße. Fertig. Wir sind bereit. Komm mal passieren. Hm. Ja, wir sind bereit. Yeah. Tschüss. Warte mal. Wow, du hast sie getreten. Naja. Der wurde gebrutzelt. Ich hab ne Idee, gib mir mal die Granate. Warte. Oh. Danke. Ah, okay. Moment. Achtung, Achtung! Und. Ja! Yeah. Verdammt! Verdammt. Ah. Mein Plan, was die eigentlich mit der Granate da hinten zum Platz machen. Gehen Sie bitte weg, danke. Nein, war schnell, Alter. Oh. Combo. Oh. Einfach so schwach, der Teil. Halt.
Ja, wie Leute durch die Gegend gekloppt werden. Hm. Kloppen wir einfach die Leute durch die Gegend. So, Erd-Emblem. Kein Fire-Emblem. Schade. Haben die auch absichtlich gemacht. Ja. Ist noch irgendwas? Spielspaß, Spannung, vielleicht noch ein bisschen Schokolade. Da lebt man da oben. Wollte ich mir heute gestern hier diese Final Fantasy Pixel Remaster vorbestellen, haben sie nicht mehr. Oh, Schweinerei. Ich wollte mir die Collectors Edition holen, aber das wäre mir klar gewesen. Die Standardversion hatten sie auch nicht mehr. Nicht mal eine Standardversion? Nee. Begrenzte Anzahl noch. Warte, bin ich hier sicher. Oh oh. Ja, wir müssen erstmal den Typen da ausschalten. Ich habe noch kein Geld auf mein Online-Konto, da muss ich erstmal draufpacken. Hm. Zu spät. Oh. Dann habe ich mir als Kompromiss habe ich mir hier die Sephiroth Amiibo vorbestellt. Yeah. Aber habe ich noch nicht mal Cloud. Hast du nicht mal Cloud? Nee, glaube ich. Oder? Hab ich den? Warte mal. Nee. Etwas unprofessionell, das im Paar zu tun, anstatt wenn wir Pause machen. Aber wir sind so. Ich kann aber sagen, dass ich Cloud nicht habe. Ich habe mir schon echt lange keine neuen Amiibos mehr geholt. Oh, da ist der. Meinst du, du erwischt ihn? Oh, ja. Nur mein. Finden. So. Jetzt können wir rumlaufen. Jetzt können wir in aller Ruhe rumlaufen. Ich habe auch nicht alle Amiibos, also. Ja, mir. Also. Einige habe ich wortwörtlich einfach nur verpasst. Ja, ich auch. Weil da war der Hype einfach weg gewesen. Ich will nicht alle Amiibos. Ich will eigentlich nur die mich auch interessieren. Ja, ich habe mir auch die meisten halt einfach nur geholt, damit ich sie auch habe. Ja. Ich meine, es stehen sehr viele Amiibos in meinem Schrank rum. Hm. Und selbst hier bei mir ist ein Vol-Yoshi Amiibo. Ja. Hm. Ich habe zwei Vol-Yoshis. Und zwar den grünen und den blauen. Ich habe eigentlich nur die meisten Fire Emblem, die meisten Splatoon. Das Splatoon habe ich, meine ich, auch alle jetzt. Natürlich jetzt bis auf die von Splatoon 3. Ja. Ja, die habe ich. Die habe ich mir geholt letztens. Also letztens, vor ein paar Monaten. Muss ich mir mal holen. So. Mann, ist das eine Lauferei, das wäre ja gar nichts für mich. Ja. Was haben wir denn da? Das wollte ich gerade abschießen. Was haben wir denn hier? Ein Diamanten. Immer das. Wenn das jetzt Minecraft wäre, dann würde man sagen, geil, Diamant. Hurry! 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 Kommt da noch was? Ich glaube ja. Was das hier wohl ist? Also ich glaube, so viel kommt in dem Kapitel gar nicht mehr. Noch mehr Ruinen. Ja, Spinne. Hat sie wenigstens Geld hinterlassen. Da ist aber ein Emblem. Da unten an der Tür. Wo an der Tür? Na, das Ding, ich dachte, das hier wäre ein Emblem. Ach so. Okay. Ach so. Hat sogar ein rotes. Das ist sogar rot markiert, wenn man da drauf. Das sieht da wirklich aus wie ein Emblem. Ah, jetzt kommt das hier. Oh nein, das ist ein schwieriges Rätsel. Puzzle. Nur, das geht eigentlich.
Du musst nur aufpassen, seinen Partner nicht zu töten. Was hin und wieder passieren kann. Oh nein, jetzt sind wir eingeschlossen. So. Ich bezweifle, dass sie damals Technologie hatten, um das hier zu erschaffen. Aber okay. Sie nutzen die Technologie. So. Ich glaube, einer muss hier oben stehen, um zu sehen. Lass mich da oben stehen, weil ich kann das Rätsel überhaupt nicht. Und ich hier laufe und ich laufe Gefahr, mich jedes Mal selber zu töten. Gab es ja in Resident Evil 4 auch so ein Rätsel? Nee, aber es gab halt so ein Schiebepuzzle und das halt hier. Ich habe da mal jemanden gesehen, der war da wortwörtlich dran verzweifelt. Und ich habe halt immer gesagt so, also du schaffst das schon. Ja, ich sehe schon, wie man das macht. Das ist auch einfach. Muss nur mal gucken, wie man sich dreht. Wieso zum Beispiel nicht? Ja. In die Richtung. Man muss immer aufpassen, in welche Richtung man sich dreht, weil wenn man den Laser berührt, dann ist man sofort tot. Ich weiß, das ist mir vollkommen bewusst. Come on. Ja, ist ja gut. Und jetzt nochmal. Ich liebe die Animation, wie sich einfach, wie wir uns einfach nicht bewegen und einfach nur der Hintergrund geht nach unten. Ja. Warte mal, wir sind doch hier nicht bei Mario. Oder sind wir doch bei Mario? Oh. Liegt da einfach unbeaufsichtigt. Ja, also, dass es immer wieder Leute gibt, die sowas rumliegen lassen, ne? Ja. Im Feuer, Nick. Im Feuer. Nee. Oh, kann man die ganze Zeit kaputt machen. Ach, das Feuer kann man kaputt machen. Voll. Da ist nichts drin. So, nächstes Rätsel. Oh, ja. Ich überlasse es dir. Ich bin echt nicht so gut darin, wenn so solche Rätsel zu machen. Wenn es um Schieberätsel geht, da bin ich richtig gut drin. Ich muss eigentlich immer nur gucken, wo das Ende ist. Dann muss man vom Ende aus hier anfangen. Okay, ich habe das Spiel auch schon ein paar Mal gespielt, von daher, klar. Ja. Das hier. Ich beobachte still und heimlich und helfe dir, wenn du stirbst. Ich meine, du kommst ja sowieso erstmal in den Sterben-Modus. Also ich kann dich dann ja immer noch heilen. So. Zauberei. Yeah. Ja, weiter geht's. Los geht's, Herr Aufzug. So. Hier müssen wir doch... Ich hatte auch letztens eine lustige Mario Party 2 Runde gehabt. Also, riesige Stadt. Die sollte ich mal öffnen. Gut. Ja. Schweinerei. Na kommen die Spinner. Das sind viele. Oh, ich bin tot. Oh. Nein. Jop. Und der Mac. Da liegt ein rotes Kraut, lass mich durch. Hey. Hast du gesehen? Die Spinne ist noch durch den Laser verbrannt. Ja, und? Warte, Moment. Kombinieren. Come on. Moment. So. Thanks. Ausgezeichnet. So.
Lass einfach so reingehen. Ja, ich möchte da bitte mal rein. Ich wollte schon sagen, diese eine Schädel hat sich gerade bewegt. Ich hab's nicht gesehen, tatsächlich. Nein, weg ist zum Ding. Eine Falle? Nein, es sieht wie eine Hinrichtungskammer. Eine Falle? Kein schöner Tod. Gut, also. Ich helfe dir, Kollege. Ja, wir helfen dir. Oh, Emblem. Direkt über die Tür. Nice. Ja, mehr nicht. Auf der anderen Seite. Dann gehen wir mal zur anderen Seite. Ach halt, da muss das Licht hin. Da muss der Laser hin. Also. So, aber da ist noch eine. Ah, nee, von da kann man nicht. Mach mal denn die anderen beiden auf. Ich glaube, hier muss man hinschicken. Hierhin. Ich hab dich genau im Blick. Du machst das schon. Da. Wir stehen alle hinter dir, Daniro. Ganz weit hinter ganz dir. Weit. Nein. Ich brauche ja die ganze Arbeit machen, ey. Du kennst das Spiel halt besser als ich, und ich laufe Gefahr, dass, wenn ich was mache, dass du dabei stirbst. Da. Hey. Sind die beiden Türen offen? Yes. Yep. Ja. Jik, meins. Oh, Vasen. Ganz viele Vasen zum kaputt machen. Eva. Aua! Aua! Ein Retter da hat mich gebissen. Nun, Käfer hier. Scheint ein Altar zu sein. Ein fürchterlicher Anblick. Das ist so. Mehr ist ja nicht nur ein Käfer, okay. Noch ein Käfer? Nur ein goldbrauner Käfer. Hey, das ist ein Retter. Ja, töte es mal, die haben mich gebissen, die Schweine. Sind denn die ganzen Schlangen jetzt? Was? Hast du die getötet? Eine habe ich getötet, ja. Wieso ist ja noch eine? Also hier waren mehrere Schlangen, ich habe zwei getötet. Nice. Warte. Hier ist ein Ei. Wollte ich meine ich heute auch noch machen, aber dann habe ich irgendwas anderes zum Mittag gemacht. Ja, wir brauchen Eier. Aber wo Eier? Ja, hier, ich habe eins in der Hand. Und jetzt habe ich es gegessen. Einfach gammeltes Ei. Hey, da ist die. Lange. Machst du fertig? Warte. Ah, noch ein Ei. Ja. Ich hab ein weißes und ein braunes. Cool. Und vergammelt. Ja, okay. Kriegst du ein Achievement. Ja. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man die lagern muss oder ob man die im Inventar haben muss oder so. Selbst wenn. Wenn, ja. Wir können ja auch Eier da auch noch lagern. So. Geh mal irgendwo da hoch. Ja, ich gehe wieder hoch. So, wie mache ich das jetzt, damit ich hier wieder weitermachen kann? So jedenfalls nicht. So, da müssen wir hin. Das heißt, dort hier. Wie komme ich da hin? So nicht.
Weißt du? Jo. Zack. Uhu. Technology. So. Okay. Wie sollen wir diesen Part nennen? Laserspiele? Weiß ich nicht. Aber warte mal, ich wette. Ich meine, der Name des letzten Partes, Schatzjäger, war ja super. Müssen wir euch auch trennen. Ich dachte, ja, wäre was. Dann gehen wir mal runter. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht irre, will. Ah, genau, das ist die Szene. Wo wir jetzt was finden. Blumen. Das Blumen. Alter, so viel wie wir tragen können. Ja. Oh. Blumen. Kräuter. Wenn wir uns damit einreihen, sind wir unbesiegbar. Ja. How can they survive underground? These are no ordinary flowers. Super. Wait. Ach nee. Umbrella. Die Schirme. What was Umbrella doing? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Ja, das finden wir raus im nächsten Part. Ja. Na, also, bis dann und ciao. Ciao, ciao. Oh. Sie können die Akte enden in die Bayer im Archiv einsehen. Cool. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.